Ja, du hast recht. Guten Morgen. Wie oft fällt es uns sehr schwer, den Menschen einfach zu sagen, du hast recht. Und ohne danach zu sagen, aber das und das und das und das. Sondern einfach den Menschen zu sagen, du hast recht. Und dieser Satz, der führt zu einer unglaublich höheren Lebensqualität, wenn ihr diesen Satz in euer Repertoire mit aufnehmt. Und es gibt Situationen, da diskutiert man und man kommt nicht zu einem Punkt. Und wenn man dann sagt, pass auf, ich glaube, wir kommen nicht zu einem Punkt, dann diskutiert der andere trotzdem weiter und raubt euch die Lebenszeit. Und in diesem Punkt, mit einem Menschen, der erpicht darauf ist, Recht zu bekommen, der erpicht darauf ist, dass man Meinungen nicht parallel stehen lassen kann, da dürft ihr meiner Überzeugung nach lügen und sagen, ja, ihr habt recht. Oder ihr seht es nicht als Lüge, sondern formuliert das für euch, ja, ihr habt recht nach eurer Ansicht. Das nach eurer Ansicht denkt ihr euch dann. Weil es gibt Menschen, denen geht es gar nicht darum, wirklich ein Thema zu ergründen. Die sind nicht auf der Suche nach einer Wahrheit. Denen geht es darum, Rechte zu behalten, ihr Ego zu stärken. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, das klingt total, ja, theoretisch. Aber das ist der Standard. Das ist der Standard der Menschen, dass sie ihr Ego stärken wollen und nicht auf der Suche nach einer Wahrheit sind. Die Ernährung ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo man das wunderbar erkennen kann. Wer einmal sich auf eine Ernährung festgelegt hat und sagt, das ist das Beste und damit auch an die Öffentlichkeit getreten ist, siehe YouTube, der wird bei dieser Ernährungsweise, ja, auf Teufel komm raus bleiben, um seine Anhängerschaft entsprechend, ja, Informationen diesbezüglich geben zu können. Und mit einem gewissen Cherrypicking und selektiver Wahrnehmung ist es dann auch so gut wie unmöglich, dass dieser Mensch da jemals rauskommt. Ein gutes Beispiel, wo das geschehen ist, ist ein Autor, dessen Namen ich nicht weiß, den ich vergessen habe, aber ich habe das Proteinaholic, das ist Buch, Garth Brooks heißt er, glaube ich, oder so ähnlich. Garth Davis, keine Ahnung, das Buch verlinke ich euch unten. Das ist jemand, der hat sich in der Öffentlichkeit ganz klar auch zu einer Ernährungsweise damals bekannt. Es war damals eine Low-Carb-Ernährungsweise und hat da wirklich, ja, die Empfehlung, er war selber Arzt, praktizierender Chirurg, hat da wirklich nach diesen Leitlinien gelebt, Bücher verkauft. Und dieser Mensch hat es tatsächlich geschafft, da rauszukommen. Und auf der Suche nach der Wahrheit und besonders aus einer eigenen Erfahrung, dass er dann von Low Carb auf High Carb gewechselt ist und erkannt hat, wo die großen Gefahren von Low Carb liegen. Übrigens dazu mein aktuelles Buch auch, Low Carb, der teuflische Trend. Da erkläre ich euch auch so ein wenig, warum das so gekommen ist und warum das jetzt immer noch so populär ist. Es ist ganz klar ersichtlich und es ist auch ganz klar zu erkennen, warum Menschen, die Low Carb Ernährung befürworten, warum die auch genug Potenzial haben, dauerhaft zu existieren. Diese Zusammenhänge, alles in meinem neuen Buch. Und der Darth Davis oder Garth Davis, der hat es tatsächlich geschafft, dann nach der Wahrheit zu suchen und sich in der Öffentlichkeit dazu bekannt, dass er sich getäuscht hat. Und das verdient schon großen Respekt, auch wenn ich, sage ich mal, jetzt bei der Low-Carb-Ernährung und High-Carb-Ernährung, das jetzt auch recht offensichtlich ist, dass das halt eben die Low-Carb-Ernährung wirklich zu großen gesundheitlichen Schädigungen führt, wenn man das dauerhaft macht. Aber dadurch, dass immer noch genug Menschen existieren, die Low Carb als etwas Sinnvolles erachten, muss man trotzdem sagen, es ist eine große Leistung. Aber noch entscheidender, noch schöner fände ich das bei Situationen, wo man Recht hat, wo dieses Recht auch von anderen noch aktiv und auch, sage ich mal, im gesellschaftlichen Konsens vertreten wird, wo es wirklich da in einer Diskussion eine wirkliche Leistung ist, zu sagen, hey, ich finde das schön, dass du mich vom Gegenteil überzeugt hast und nicht, dass man das als Schlechtes empfindet. Es ist doch schön, wenn man enttäuscht ist, also seine Täuschung verloren hat, wenn man aufgeklärt wird. Das ist doch was Wunderschönes, wenn man plötzlich mehr Wissen hat. Dann kann man doch Danke sagen. Ich freue mich, du hast mich überzeugt. So, und dann kann man auch wirklich mal jemandem Recht geben, also tatsächlich Recht geben, der einen überzeugt hat.
Und ja, und das ist halt so ein bisschen schade, dass viele Menschen diesen Recht und diesen Nicht-Recht haben, das als alleinigen Fokus sehen. Und dass man das nicht so parallel stehen lassen kann. Es ist wunderschön, wenn man mal Recht geben kann, aber wenn das der Standard ist, dass man immer auf einen Nenner kommen möchte und bis Teufel komm raus diskutieren muss, dann ist das vergeudete Lebenszeit und entspricht halt eben oder ist ein schönes Beispiel für unser Ego, dass wir eben nicht tolerant Menschen in ihrer Meinung stehen lassen können. Und was steht eigentlich dahinter? Was steht hinter diesem Wunsch, Recht zu behalten? Man sagt so das Ego, ja. Aber was bedeutet das genau? Mit dem Wort Ego, ja, das ist so ein bisschen abstrakt. Also da steht vor allem eine Suche nach Identifikation dahinter. Dass wenn Menschen von irgendetwas überzeugt sind, dann geht es gar nicht nur um die Überzeugung, sondern um es dazu zu gehören in einer Gruppe. Ne? In eine Gruppe der Christen, in einer Gruppe der Moslems, in eine Gruppe der Veganer, in eine Gruppe der Fleischesser, whatever. Ne? Identifikation, Anerkennung. Da sind wir wieder bei dem Thema YouTube oder Bücher schreiben. Ich schreibe ein Buch über ein gewisses Thema, so bekomme Anerkennung dafür und dann verfestigt sich dieses eben, weil ich eine Autorität bin, dann für dieses Segment und ja, dann verfestigt sich meine Einstellung darüber. Und dem will ich auch auf jeden Fall bei mir selber Einhalt gebeten. Weil bisher wurde ich so in meinen ersten beiden Büchern so als derjenige, der sich gut mit preiswerter Ernährung auskennt. Und das war dann das, wo ich auch die Anfragen bekommen habe für Vorträge und auch für Coachings viele. Aber es gibt viele Bereiche, in denen wo ich mir eine Meinung gebildet habe und in denen ich Aufklärung betreiben möchte. Zumindest Aufklärung in dem Sinne, dass ich denke, dass einiges an falschen Gedankengängen so ein bisschen durch die Welt geistert. Und natürlich auch das Thema Ernährung. Also jetzt das nächste Buch oder das letzte Buch war jetzt Low Carb Ernährung. Das wäre ja genau mein Buch. Und da, ja, dann tue ich das Thema anschneiden, obwohl ich da nicht Anerkennung bekomme oder weil ich da kein anerkannter Experte bin, sondern ich hätte noch ein Buch zur irgendwie preisgünstigen Ernährung schreiben müssen. Und das nächste Buch wird ein Thema sein, offene Liebe. Auch da habe ich noch keine Reputation. Das wird aber trotzdem kommen, weil es ein Herzensthema ist. Und das ist halt wichtig, dass man selber seinen eigenen Weg so geht, nicht nach der Anerkennung von außen und nach der Aufmerksamkeit, die man da bekommt. Auch das spielt mit rein, das ist der dritte Punkt neben Identifikation und Anerkennung, eben auch die Aufmerksamkeit, sondern dass man einfach seinen Herzensweg folgt und ja, und in seinen Weg geht, autark. Und wenn jemand kommt und unbedingt Recht behalten will, ja, dann soll er Recht behalten. Aber verschwendet nicht eure Zeit damit. Ja. Wenn ihr Interesse habt, dazu zu hören, hört zu. Auch das habe ich im Video schon gemacht, Umgang mit Kritik. Ihr müsst euch auch nicht jederzeit immer Kritik stellen. Ne? Im Alltag, als YouTuber schon gar nicht, weil da kommt ja immer Kritik. Aber auch im realen Leben, ihr müsst euch nicht der Kritik stellen. Das ist Unsinn. Ne? Das ist so ein Dogma. Stellt euch der Kritik allseits, allbereit, ihr müsst euch jederzeit der Kritik stellen. Ganz wichtiges Video habe ich schon dazu gemacht. Und ich möchte euch einfach dazu anregen, euch nicht etwas überstülpen zu lassen. Eine Denkweise, die darauf ausgerichtet ist, dass es nur richtig und dass es nur falsch gibt. Oder dass es nur dieses oder dieses gibt. Und dass man da ja, selber gar nicht frei ist, zu sagen, okay, danke. Und sagt, du hast recht. Einfach um das abzukürzen. Ihr werdet nicht jeden Menschen erreichen in diesem Leben. Und ihr werdet nicht jeden Menschen umpolen. Und ihr müsst nicht jeden Menschen erklären, warum ihr in dem Moment sagt, ey, ihr habt recht, alles gut. Ihr müsst das nicht jedem Menschen erklären. Ihr könnt sagen, ihr habt recht. So, und wenn ihr das glaubhaft genug macht, dann ist meist der andere zufrieden, weil das eben recht undifferenzierte Menschen sind. Und wenn das aber ein Mensch ist, der durchaus eine gewisse Empathie verfügt und merkt, dass ihr sagt, hey, du hast recht, oder euer schauspielerisches Talent so schlecht ist, dann ist es eben so. Dann wird derjenige euch eben als irgendwas bezeichnen. Als was kann euch egal sein. Aber lernt das zu sagen zu Menschen, hey, du hast recht. Und tu dir nicht so eine Bedeutung beimessen. Das ist ein hartes Thema. Weil das zwangsläufig auch bedeutet, dass es Menschen gibt, die nach meiner Einschätzung nichts dazu beitragen, dass die geistige Evolution vorangeht. Aber sind wir mal ehrlich und schauen die ganze Menschheitsgeschichte an. Wie viele Menschen gab es und gibt es eben, die einfach nur
dem gesellschaftlichen Mainstream nachfolgen. Es gibt ein paar Influencer, ein paar Ideengeber, die die geistige Evolution vorantreiben, in welche Richtung auch immer. Man weiß nicht, ob richtig oder gut oder schlecht. Aber, und dann gibt es halt so einen Mob, der einfach unreflektiert einfach nur wiederkäut. Der keine eigenen Argumente nutzt, der nur andere Argumente nutzt und der halt immer wieder aufs Recht pocht. Und das ist halt hart, das zu erkennen, zu sagen, okay, damit beschäftige ich mich nicht. Sofort kommt in mir hoch, boah, das ist Arroganz. Aber genau das, und für mich ein ganz großes Thema, weil das ist was, woran ich arbeiten möchte. Aber an der Stelle habe ich lange überlegt und deswegen auch das Video. Das ist nicht arrogant. Das ist einfach, das bin ich mir wert. Das bin ich mir wert zu sagen, nein. Nein, ich muss mit diesem Menschen jetzt nicht um Recht kämpfen. Ich kann ihm sagen, ja, du hast Recht. Weil er sonst, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr reden, das nicht akzeptieren kann. Und dann noch hinterhergekrochen kommt und sagt, ja, das ist so. Hartes Thema. Ich bin echt gespannt, wie das bei euch ankommt. Das ändert nicht meine Meinung. Aber vielleicht eure.